Ja, Tim, wir machen schon viele Challenges gegen Profis und die sind ja auch immer alle gut, aber findest du nicht so, gerade bei Freekicks brauchen wir mal wieder einen, der uns wirklich fordert? Ja, wird auf jeden Fall nur mal Zeit, dass da mal einer kommt. Männer, ich bin doch hier. Ich will mich mit euch messen. Was geht, Leute? Willkommen zum neuen Video hier auf dem Freekickers Channel. Wir haben heute eine Freistoß-Challenge, auf die wir uns sehr freuen. Unser Gegner ist nämlich vielleicht der beste Freistoßschütze heute in der Bundesliga. Servus, Männer. Was geht? Alles gut? Komm rein. Worauf warten wir denn? Ja, sollen wir direkt los? Auf jeden Fall, ich bin bereit. Leute, die Challenge heute ist super simpel. Wir haben drei Positionen. Wer als erstes bei der Position trifft, macht diese für sich fest. Das Geile ist, wir haben sogar noch eine Fernbedienung. Und wenn man drückt, passiert genau das. Wir haben heute vier Gegenspieler, die uns das Leben schwer machen. Das Coole ist, die Leute, die nicht schießen, dürfen diese Fernbedienung betätigen. Ich glaube, es wird geil. Viel Spaß euch. So, Leute, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfangen darf? Schnick, Schnack, Schnuck. Ich würde sagen, ich fange an, wünsche Zweiter, du Dritter. Alles klar. Das willst du oder ich zuerst? Du machst zuerst. Ich mache zuerst die Fernbedienung. Okay, erster Durchgang. Ich glaube, alle sind ready. Ich stehe hier mit der Fernbedienung. Ja, das war gut! Das war gut! Junge, geil! Perfekt gedrückt! Dieser Erfolg ist noch besser, glaub mir. No. Machst du? Ready? Ja. Der war nicht schlecht. Der war echt knapp. Wir hätten eigentlich Fotos hinkleben sollen, oder? So Schlotti und so. Schlotti wäre noch. Wer fällt dir noch ein? Das ist brutal. Mein Timing ist auch gut, ne? Nein, das kann doch nicht sein, ne? Das ist doch Wahnsinn, oder? Wow, ihr Papa! Ja, die Mauer ist von der Dauer, Torwart ist halt auch noch da. Das ist halt... Ein bisschen mehr Zug und dann... Das war die Mann. Garage aufgedrückt. Ja. Ui, auch stark. Gut, so. Kommt so langsam. So langsam mal drin. Der war Weltklasse. Der war richtig stark. Vamos! Ja, Leute, Felix hat die erste Position gewonnen. Wir gehen jetzt zur zweiten Position, zentrale Position. Schauen wir mal, wer sich die Position sichern kann. Macht euch keine Gedanken, ich hole mir den Sieg. Ui, juppa, juppa. Ich bin tiefenentspannt. Komm, Tim, gleich mal den ersten rein, komm. Gar nicht so viel Anlauf nehmen. Hauptsache über die Mauer. Ui, Pfosten, ne? Pfosten, ja. Kurze Frage, habe ich gewonnen, wenn ich den mache? Was soll man dazu sagen? Einfach stark. Was soll ich machen? Ich glaube, Freiburg braucht einen neuen Freistoßschützen. Wir wechseln ihn aus, immer in der 87. oder ein. Also, dann gehen wir mal auf die andere Seite, oder? Würde ich sagen. Ja, Leute, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so gut läuft. Ich habe jetzt die ersten beiden Positionen schon gewonnen. Jetzt zur dritten können die anderen theoretisch ja rechnerisch gar nicht mehr gewinnen. Deswegen machen wir, dass die zwei Punkte gibt. Und ja, vielleicht gewinne ich jetzt auch die. Ich weiß es nicht. Let's go. Tim macht den Anfang. Ja. Und wir sind wieder da. Um die Mauer. Um die Mauer. Stark. Oh, ja, ja. Also wenn du ihn jetzt auch noch machst, dann Kompliment. Boah, der war knapp, ne? Ja. Guter Drall, ne? Der war echt knapp. Tim, auf geht's. Ist deutlich schwerer, also, ne? Also wie angekündigt, auf jeden Fall die schwierigste Position, ne? Es scheint unmöglich, ist es aber nicht. Ich bleib über der Mauer. Nein, 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 nein. Ich versuche jetzt einmal was Wildes. Mit Vollspann in die linke Ecke. Tim? Aber warum haben wir bei der Position nicht so Probleme mit der Mauer? Geile Technik. Ich habe noch keinen gemacht, ne? Dabei sein ist alles. Ich muss selbst zugeben, war kein gutes Timing von mir mit der Mauer. Ein bisschen früh. Ja, ich habe zu früh gedrückt. Und trotzdem schlecht von mir. Meinst du, ich spekuliert? Nein, nein. Ich schieß rechts, aber ich mach ihn rein.
Um die Mauer. Ja, das ist es. Das ist es. Zwei Punkte gibt's, also 4-0-0. Ich hab den Jungs eine Chance gelassen. Verdient gewonnen, muss man sagen. Brutal geschossen. Ich hätte eher auf mich getippt, aber so, Männer, da ich ja ein guter Verlierer bin und auch sehr fair, habe ich versprochen, dass, wenn ich natürlich verliere, dass ich euch einen Perle-Schuh schenke. Und die werden wir auch verlosen. Und wie ihr die gewinnen könnt, erzählt euch der Felix. Das ist ganz einfach. Ihr gebt einfach diesem Video einen Daumen nach oben und folgt Vinci und uns auf Instagram. Schreibt dann noch dazu unter das Video, gegen welchen Profi wir als nächstes eine Freekick-Challenge machen sollen. Danke dir auf jeden Fall auch nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Bleibt bis zum nächsten Video auf jeden Fall sportlich und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.